Kreatin verbessert nicht nur deine Performance und erhöht deinen Muskelaufbau, sondern kann dich auch schlauer machen. Das heißt, Kreatin ist nicht nur was für Pumper, sondern kann dir auch helfen, in deiner Reha so richtig durchzustarten. Wie viel Kreatin du zu dir nehmen solltest und was du alles beachten solltest, das erfährst du jetzt in diesem Video. Hallo, schön, dass du wieder dabei bist bei Physio Insight. Heute mit einem Thema zu einem Nahrungsergänzungsmittel, das super gut schon untersucht ist mit Studien. Kreatin. Kreatin ist so verschrien als das Pumper-Supplement schlechthin. Allerdings kann dir Kreatin auch in deiner Reha verdammt gut helfen, und zwar indem es den Muskelaufbau erhöht und aber auch deine Leistungsfähigkeit verbessert. Dazu müssen wir erstmal kurz Revue passieren lassen, was denn eigentlich Kreatin ist. Wir haben in den Muskeln automatisch immer einen Kreatinspeicher. Das bedeutet, Kreatin ist was völlig Natürliches. Der Körper braucht das Kreatin als Energiequelle. Und unser Körper kann aus Kreatin relativ schnell wieder Energie gewinnen. Das kann er zum Beispiel bei Fetten und Kohlenhydrate, wenn er dazu Sauerstoff verwendet, nicht. Er kann da zwar viel mehr Energie gewinnen, braucht aber dafür eine viel längere Zeit. Kreatin, das geht schnell. Dafür ist der Kreatinspeicher aber auch erschöpflich. Das heißt, er geht schneller zu Ende. Wenn wir also schnell viel Energie brauchen, dann ist Kreatin wirklich hilfreich für uns. Das bedeutet zum Beispiel, wenn du sprintest oder schwere Gewichte hebst. Und genau das zeigen auch Studien. Durch eine Supplementation von Kreatin bekommt man mehr Power, mehr Kraft. Zusätzlich wird durch das Kreatin die Muskelmasse aufgebaut. Und das ist es doch, was du in deiner Reha zum Beispiel nach einem Kreuzbandriss haben möchtest. Du willst auf jeden Fall mehr Kraft gewinnen und du willst wieder mehr Muskelmasse bekommen. Das bedeutet, Kreatin kann dir da helfen. Kreatin kann sogar deine Laufleistung verbessern. Allerdings sind die Studien da ein bisschen zwiespältig und der Effekt ist eher kleiner. Jetzt habe ich doch auch gesagt, man kann davon schlauer werden. Richtig, denn mentale Aktivität ist auch eine Aktivität und auch dafür brauchen wir Energie. Und auch das kann Kreatin verbessern. Tatsächlich zeigen hier sogar Studien Effekte auf die kognitive Leistungsfähigkeit. Das heißt, man wird auch widerstandsfähiger gegenüber kognitive Ermüdung. Und kognitive Ermüdung tritt ein, wenn man eine hohe mentale Aktivität hat oder zum Beispiel wenn man Schlafmangel hat oder bei Menschen, die eine Schädelhirnverletzung hatten. Zusätzlich kann Kreatin auch die Gedächtnisfunktion verbessern. Allerdings sind diese Studien zur kognitiven Leistungsfähigkeit noch recht dünn besiedelt. Das heißt, die Effekte sind noch nicht sehr zuverlässig. Und wahrscheinlich ergibt es diese Effekte in Bezug auf die kognitive Leistungsfähigkeit besonders bei Menschen, die eher weniger Kreatin über die Nahrung zu sich nehmen. Das sind eher ältere Menschen und Vegetarier, denn das meiste Kreatin ist, da es in den Muskeln gespeichert wird, im Fleisch. Wie sieht es denn mit Nebenwirkungen von Kreatin aus? Die meisten Ängste sind relativ unbegründet. Hin und wieder hört man von erhöhten Kreatininwerten und der Kreatininwert oder ein höherer Kreatininwert ist eine Aussagekraft für eine schlechtere Nierenfunktion. Das liegt aber nicht an der Niere oder dass Kreatin die Niere schädigt, sondern das liegt eher daran, dass man mehr Kreatin im Körper hat und deswegen auch mehr Kreatinin bildet. Sobald du irgendetwas Neues supplementierst, solltest du das aber auf jeden Fall mit deinem Arzt deines Vertrauens absprechen, insbesondere dann, wenn du eh schon Nierenprobleme hast. Was bei einer Kreatinsupplementation wirklich auftreten kann, sind zum einen Magenkrämpfe, das passiert meistens dann, wenn man Kreatin mit zu wenig Wasser zu sich nimmt, oder aber auch Durchfall. Diarrhoe entsteht meistens dann, wenn man zu viel Kreatin auf einmal supplementiert hat. Und dann sollte man die Kreatindosen eher über den Tag verteilen. Für Kreatin spielt es relativ wenig bis keine Rolle, ob du es auf 3, 4 oder 2 Dosen am Tag verteilst. Welches Kreatin solltest du jetzt zu dir nehmen? Die günstigste und effektivste Form von Kreatin ist Kreatinmonohydrat. Wie viel Kreatin du zu dir nehmen solltest, hängt davon ab, ob du eine Loading-Phase machen möchtest oder ob du keine Loading-Phase machen möchtest. Wenn du eine Loading-Phase machen möchtest, dann ist es ein 3-Wochen-Zyklus. Eine Woche Loading-Phase, 2 Wochen wieder Deload-Phase. Und das Ganze wechselt sich immer wieder ab. Mir war das ein bisschen zu blöd, mich daran zu halten. Deswegen bin ich den anderen Weg gegangen und zwar einfach die ganze Zeit das Gleiche supplementieren. Ich erkläre dir jetzt aber beide Wege hier. Möchtest du eine Loading-Phase machen, solltest du in der ersten Woche in der Loading-Phase 0,3 Gramm Kreatin pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag zu dir nehmen. Das bedeutet, wenn du 80 Kilo wiegst, solltest du am Tag 24 Gramm Kreatin zu dir nehmen. Wie gesagt, wenn du zu viel Kreatin auf einmal zu dir nimmst, kann das zu Durchfall führen. Ich würde dir empfehlen, diese 24 Gramm dann auf 5 Gramm Dosen zu verteilen und 5-mal am Tag eher Kreatin zu dir zu nehmen. Hast du diese Loading-Phase, diese erste Woche hinter dir, dann kommen 2 Deload-Phasen. In diesen Phasen nimmst du 0,03 Gramm Kreatin pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag zu dir. Das sind dann 2,4 Gramm
pro Tag bei einer 80 Kilo schweren Person. Wie gesagt, mir war das zu blöd. Also ich habe einfach von Anfang an 5 Gramm Kreatin supplementiert. Diese 5 Gramm kommen nicht von ungefähr. Es gibt nämlich beim Kreatin häufig Responder und Non-Responder. Das bedeutet Leute, die darauf ansprechen und Leute, die eher weniger darauf ansprechen. Diese 2,4 Gramm pro Tag sind für manche einfach zu wenig. Deswegen hat man, weil Kreatin kaum Nebenwirkungen hat und ist günstig, deswegen ist man auf 5 Gramm gegangen und viele supplementieren sogar bis zu 10 Gramm pro Tag. Dazu muss man sagen, dass viel nicht viel hilft. Das heißt, wenn du schon bei 5 Gramm super reagierst, dann musst du nicht 10 Gramm zu dir nehmen, weil du dann das Doppelte bekommst, sondern diese 10 Gramm oder 5 bis zu 10 Gramm sind eher für die Leute, die auf die niedrigeren Dosen eher nicht ansprechen. Non-Responder oder Leute, die bis zu 10 Gramm zu sich nehmen können. Das sind auch welche, die zum Beispiel sehr viel Muskelmasse bereits schon besitzen. Das heißt auch einen viel größeren Kreatinspeicher haben und viel mehr Kreatin beim Training oder bei Leistungen einfach verbrauchen. Wir haben dir das Kreatin, das wir verwenden, unten in die Infobox verlinkt. Wir freuen uns, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist bei Physio Insight. Ciao.